So Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Unzock. Ich habe ja versprochen, dass wir mal so in Mario Kart Double Dash reinschauen. Und das ist Mario Kart Double Dash. Wir können mit zwei Fahrern gleichzeitig fahren. Zum Beispiel, wir können unser Team so strukturieren. Wir können unser Team auch so strukturieren. Also es ist egal, welchen Fahrer wir nehmen. Es ist, diese beiden Fahrer hören jeweils zusammen. Und jeder Fahrer hat seine eigenen Spezialattacken. Aber ich bin so ein Favorite von diesem Team. Ich finde das einfach total geil. Ich meine, man kann auch das geilste Kart überhaupt. Ich meine, Leute, hallo, ihr habt so ein Babywagen. Es gibt's ein geileres, bitteschön, ja? Ich meine ja nur. So. Schauen wir mal ein bisschen Mario Kart Double Dash rein, weil viele von euch haben ja gesagt so, nee, kenne ich gar nicht. Sagt mir überhaupt nichts. Ich verstehe nicht warum, Leute, das ist der Shit. Okay, jetzt sieht es vielleicht so ein bisschen so, Digga, es sieht voll langweilig aus und so. Also, nein, guckt es euch an. Ich finde das. Guckt, das ist nämlich schon das allererste Spezialitem, was wir bekommen. Dann kriegen wir nämlich so einen fetten Bowser-Panzer. Nicht da vorne werft, sondern um ihn euch zu präsentieren, aber ey, komm, was soll's, dafür haben wir so einen roten Panzer und können die beiden Mario-Brüder überholen. So, versuchen wir jetzt erstmal einen Drift hinzulegen. Schön in die Kurve reinlegen und jawohl. So, einmal nach hinten werfen. Zack. Jo, das ist übrigens der fette Panzer. Oh, nice. Als ob uns das so komplett rausgeworfen wird. Der Nachteil an den kleinen ist, dass. Lol, ramm ich erstmal. Der Nachteil an den kleinen ist halt, man kann schnell weggerammt werden. Das kennen wir ja aus normalen Mario Kart. Ich weiß gar nicht, ob es das in Mario Kart 8 geändert hat. Habe ich noch nie so drauf geachtet. Ist ja auch egal. Jo. Als ob da gerade ein Stern lag. Und ich ihn nicht mitgenommen habe. So. Ab nach hinten. Immer alles nach hinten, wenn wir vorne sind. Alles nach hinten. So. Als ob. Der war mal richtig scheiße geworfen. Das kann ja auch ihr Faggots. Kann auch nach hinten wechseln. Jo, jo, war das knapp. Da hat er den Skill ausgepackt. Nein! Zu früh nach hinten geworfen. Wie ärgerlich ist das denn? Ja, ich wollte meinen letzten Anzug machen, weil ihr habt gesagt, so, ja, ey, Digga, mach das mal, ich kenne das Spiel nicht. Ja, worauf ich erstmal nicht klarkomme, komme ich immer noch nicht drauf klar. Aber gut, jetzt habt ihr ja schon mal so einen kleinen Einblick bekommen und wenn euch das soweit gefällt, dann könnt ihr mal ein Like da lassen. Wenn ich daraus ein ganzes Format machen soll, ein ganzes Format, ja, dann, ne? Schreibt in die Kommentare und wir sind in der ersten Runde durch. Die letzte Runde war sogar am schnellsten, muss ich sagen. Das war super. Also 1A, nice. Okay. So, müssen wir mal gucken. Wir sind natürlich Erster, denn für jeden Sieg kriegen wir 10 Punkte, wie auch normal Mario Kart. So, next course. Nice. Oh, ich habe keinen Superstart hingekriegt. Mist. Und hier guckt, diese Fetten sind zwar mega langsam, aber die können einen sofort wegbomben. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich damit angefreundet, jetzt, ich weiß nicht, die beiden zu spielen. Ich habe auch nie mit Wario und Waluigi gespielt. Doch, Waluigi, da habe ich auch ein ganz duftes Team. Da habe ich ja mit Luigi und Waluigi gespielt. Auch, ist ein super Team. Macht auch ganz viel Spaß. Und schreibt mal in die Kommentare, welches Team ich als nächstes zocken soll. Weil, ich spule jetzt einfach mal zurück zu dem Standpunkt. Welche Fahrer es denn alle gibt. Und ihr ja, genau, überholen mich. Ich glaube, es geht los. Ohne Spaß, Alter. Schreibt mal in die Kommentare einfach zurück und schreibt einfach in die Kommentare. Und ja, voll verdient, Alter. Und das, was ihr sagt, den soll ich fahren, den fahre ich dann auch nächstes Mal. Je nachdem, wie dieses Video ankommt, kann auch sein, dass ihr sagt, ey, ich finde das komplett scheiße, lass es. Dann ist das halt so. Aber auf jeden Fall wollte ich das jetzt mal machen.
Weil ich ja gesagt habe, ey, Digga, ey, ich finde das voll geil und so, ey. Ich habe jetzt einfach die ganze Zeit den Grund genannt. Beste. So. Oh, yo. Jetzt pass auf, jetzt, ne? Der Skill ist over 9000. So, wechseln wir mal eben den Fahrer. Dann können wir das Item mit nach vorne nehmen zum Fahrer. Ich meine, was gibt's denn Geileres? So, dann haben wir nämlich zwei Items gleichzeitig. Nice. Und wechseln wir wieder den Fahrer, weil die kann man, obwohl, ne? So. Machen wir so. Viel pfiffiger. Ja gut, war auch wieder grün bekommen, hatten sie im Endeffekt überhaupt nichts gebracht. Aber ey, was soll's. Jo, war das knapp. Als ob, als nice. 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 Leute, wir sind im Ziel. Ziemlich geiler Scheiß, oder? Wir sind im Ziel. So, nächster Parcours. Und zwar der Babypark. Das heißt, minimaler Heimvorteil, aber das heißt es auch nur so ne? Angeblich Heimvorteil, aber das Spiel habe ich jetzt sehr viel gezockt, als ich klein war. Ich spiele auch immer noch gerne, weil, ey, komm, Nintendo Kind Forever, weil Nintendo ist einfach der Shit. Die Map ist scheiße, Alter. Yo, beste Sound von der Map. So, jetzt haben wir erstmal einen fetten Panzer rein. So, mir reicht's. So, zack. So. Yo! Als ob wir immer hinter diesen beiden Dings sind. Der Waluigi und Wario, Alter. Das sind doch voll die Bobs. Ja, verdient, Alter. Richtig verdient habt ihr jetzt. Als ob ich gegen die gefahren bin und an Speed verloren habe gegen dieses fette, fahrende Fass. Sorry, wie nochmal? Fettes, fahrendes Fass. So, komm mal hinten. Die Mario-Brüder, ja, genau, Jungs. Ist nicht. Ich sehe es einfach nicht ein. Verpieselt euch. Ich nehme auch solche fetten Außenkurven, ne? Es gibt's doch nicht. Es gibt es einfach gar nicht. So. Ja, am besten nach vorne. Ich meine, wir haben es auch schon in den letzten. Ja, das war übrigens die Spezialattacke von den Wario. Ich darf nicht die ganze Zeit sagen. Von Waluigi und Wario. Dieses Ei, was die ganze Zeit kommt, ist von Yoshi und Birdo. Und die, ja, und die Mario, Baby Mario und Luigi kann ich euch ja mal in der nächsten Runde zeigen, wenn ich mich ein Stückchen zurückfallen lasse. Denn dann sollte ich, denke ich mal, das Item bekommen. Das ist ähnlich wie ein Kugelbilly, bloß einfach mal 10.000 mal geiler. Also es ist echt, es ist der Shit, der abnormale Shit. So, wir sind Erster geworden. Nice. Ist auch ein bisschen langweilig, wenn ich die ganze Zeit Erster werde, oder? Also auf jeden Fall werde ich jetzt mal gleich so ein bisschen, sage ich mal, kurviger, langsamer fahren. Das können wir uns sogar erlauben. Wir können sogar Letzter werden und werden nicht Erster. Warte mal, 8. Na, oh, doch, kommt hin. Wenn meine Rechnung nicht aufgeht, schreibt's einfach mal unten rein. So, Dry Desert. Okay, ich möchte am Anfang direkt den Fahrer wechseln. Baby Mario. Hey, ohne Witz, der redet so, als ob er Baby Mario sagen würde, ne? Es ist einfach der Shit. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Item bekommen oder nicht. Natürlich bekommen wir es nicht. Moment, warten. Ja, Leute, wir müssen die auch überholen. Hallo. Überholen. Nö, kriegen die nicht geschissen, also. Wieso auch? So. Ich will es euch unbedingt zeigen. Na gut, was soll's? Nein! Nein! So. Es gibt's doch einfach nicht. Wieso kriegen wir das Item denn nicht?
Na egal, wir fahren jetzt einfach hinten her und versuchen hier mal ein bisschen aufzuholen, denn die Mario-Brüder sind schon sehr, sehr weit vorne. Aber ich brauche das Item. Immer wenn man es haben will, kriegt man es nicht. Und wenn man es nicht braucht, ist es da. Es ist auch immer so. Ja, Leute, da habt ihr schon, ihr habt schon gesehen, da oben in der Leiste, müsst ihr mal darauf achten. Das ist ein kleiner Kettenhund. Der Blitz hat uns einfach einen Scheiß gebracht, weil wir in diesen Tornado reingefahren sind, ne? Ah, ja! Das ist unser Spezialatem. Das ist einfach wie ein Kugel-Willi. Lust geiler. Will ich jetzt mal so sagen. Und er läuft jetzt noch einfach weiter durch die Map. Es ist einfach. Er hat jetzt den vierten getroffen, jetzt haben wir den vierten nämlich überholt. Das ist einfach. Es ist einfach der Scheiß schlechthin, ne? Das ist einfach. Ich finde das so göttlich, dass man dieses Item eingebaut hat. Ich finde, das fehlt. Echt, es könnte locker den Kugelwilli ersetzen. Locker. So, zack. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen aufholen. So, komm gucken. Jawohl, den haben wir getroffen, die beiden Koopas. Koopas? Die beiden Koopas? Ja, super, ne? Wenn man da nicht rankommt, ist das dann immer der Shit. So, gucken wir mal, dass wir mal so ein Bowser-Item kriegen. Und ich hätte ja so richtig Bock auf einen dicken Panzer. Ja, Mann, so einen wollte ich haben. Müssen wir den so richtig werfen? Ja, super haben wir den geworfen, ne? Ey, meine, ist nichts. Ja, ich meine, direkt den ist, ne? Warum nicht? Ist nichts dran auszusetzen, ja? Kann ich mich nicht beschweren. So. Hallo? Ja! Habt ihr nice gemacht, also auf jeden Fall. Like an euch. So, ich habe einen Panzer getroffen. Mein Panzer war anscheinend doch sehr präzise. So, das sind die Mario-Brüder. Mario-Brüder, die Mario Bros. Die wegfallen. Wer von euch kennt die Serie Mario Bros.? Es war einfach der Shit. Die Mario-Brüder. Das war einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Für die Leute, die Netflix haben, die können das gucken. Und ich komme jetzt locker nicht mal an den vorbei und bin zweiter. Als ob. Als ob! Als ob! Ja! 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 Ich will wissen, wie viele Sekunden ich von denen weg war. Bitte! Das waren bestimmt nicht mal ein paar Sekunden. Oh Gott! Oh Gott, das war eine 13. Sekunde! War das eng, Alter! War das eng! Halleluja! Halleluja! Ey, das war richtig eng. Sagen, Baby Bowser hat eine ganz schön tiefe Stimme. Dieses, das ist Bowser Jr. Eine ganz schön tiefe Stimme für sein Alter. Nice! Da ist er! Congratulations! Nice! Wir haben direkt 40 Punkte geholt. Ich meine, Leute, macht's nach. Nehmt es auf, schickt es mir und sagt, ihr wart besser von der Zeit her. Auf jeden Fall der Shit Over 9000. Für die Leute, die es gerade wundern, ich gebe hier gerade den Namen ein. Gucken wir mal, dass wir mein I finden. So. Und dann nochmal das W. Denn wir sind ja PLV. So. Zack. Zack. Und zack. Leute. Wir haben den Cup gewonnen. Nice. Wir haben neuen Wagen gewonnen. Das heißt, in der nächsten Runde, wenn ich mit dem weiterfahren sollte, dann geht es weiter mit dem Wagen. So, tatsächlich, so, ich zeige euch nochmal ganz kurz die Fahrer. Leute, ihr könnt jetzt abstimmen in den Kommentaren, mit welchen Fahrern ich das nächste Mal fahren soll. Wenn es denn dann ein nächster Part kommen wird, weiß ich nicht, werde ich sehen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, unbedingt einschalten, unbedingt liken, unbedingt kommentieren, wenn ihr da richtig, richtig hart Bock drauf habt, so wie ich. Und schreibt es mir in die Kommentare, mit welchem Team ich fahren soll. Und ciao!